Hallo zusammen und willkommen bei unserer Kodi-Serie. Heute geht es darum, Backups zu machen. Schließlich habt ihr einen Haufen Einstellungen, Add-ons und die Bibliothek selbst natürlich. Und um das alles abzusichern, gibt es einfach ein schönes praktisches Add-on. Das findet ihr hier oben über Install from Repository und dann in dem Standard-Kodi Add-on Repository, wie zu erwarten unter Programs. Und da hört es auf den klangvollen Namen Backup. Das könnt ihr hier direkt installieren und dann über das Kontextmenü die Einstellungen aufrufen. Hier müsst ihr jetzt ein paar Dinge eingeben, insbesondere den Remote Path. Damit ist der Speicherpfad gemeint. Ihr könnt den hier oben auch wahlweise einklicken. Ihr könnt Dropbox benutzen, ihr könnt Google Drive nutzen. Wir nehmen einfach einen ganz normalen Pfad. Irgendein beliebiger Ordner. Ihr solltet die Kompression anschalten, die Dinger werden nämlich ganz schön groß. 0 ist zwar eine verlockende Einstellung, um alle Backups zu behalten. Ich würde allerdings dringend empfehlen, sich hier auf, keine Ahnung, 4 Stück vielleicht zu beschränken. Ansonsten ist euer Laufwerk ziemlich schnell voll. Vor allem, wenn ihr bei File Selection sehr viele Dinge anklickt. Im Grunde genommen könnt ihr auch ein Vollbackup machen, indem ihr einfach alles anklickt. Ob jetzt tatsächlich Playlisten mitgesichert werden müssen, ob Profiles, Fanart und so weiter, müsst ihr selbst entscheiden. Interessant ist hier unten auch die Möglichkeit, einzelne Pfade noch mit anzugeben, falls ihr zum Beispiel eigene Hilfedateien, eigenes Artwork etc. gespeichert habt. Dritten Schritt könnt ihr den Scheduler benutzen. Jeden Tag ein Update zu ziehen wäre aber wahrscheinlich ein bisschen viel. Sagen wir einmal die Woche. Und schon habt ihr jeden Sonntag ein schönes, sauberes Update. Damit könnt ihr dann sicher sein, dass alles funktioniert. Und wenn ihr hinterher das Backup wiederherstellen wollt, nein, falsch, startet ihr einfach über Enter und könnt euch dann aussuchen, ob ihr ein Backup erzeugen oder Restore machen wollt. Und natürlich kommt ihr auch wieder in die Settings. Insgesamt ein sehr empfehlenswertes Add-on, zumindest wenn ihr viel daran rumspielt. Das war's auch schon damit. Bis dahin.